Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy 9. So, wir gehen jetzt zum Ticketschalter. Mal schauen, was da passiert. Wie kann man denn zu Diensten sein? Was ist das denn für ein Stück heute Abend? Das diesjährige Theaterstück ist Deine Taube möchte ich sein. Und dazu noch Aufrufe von der Schauspieltruppe Tantalus. Aha. Alexandra wird von Königin Brana regiert. Und das ist ein prächtiges Fleckchen Erde. Na dann, hier ist mein Ticket. Bitte einmal ein Stempel. Irgendwas stimmt mit dem Ticket nicht. Oh, das ist ja eine Fälschung. Kommt oft vor diese Tage. Ach, nun schau doch nicht so traurig. Ich verstehe ja, wie du dich fühlst, aber... Schau mal, ich schenke dir das hier und jetzt Kopf hoch, ja? Ja, ganz toll. Supi. Wenn du was über das Kartenspielen wissen willst, dann frag doch Seitenstraßen-Jack. Der ist ein echter Profi. Toll, und jetzt? Oh. Ah. Herrschaft Zeiten! Weil du gestolpert bist, ist mir das Schild verrutscht. Du bist aber echt lange auch daran. Oh, das war's dann. Endlich Feierabend für heute. Oh. Ey, du da. Dein Ticket vorhin war doch eine Fälschung, oder? Wie kommst du drauf? Lüg mich nicht an. Werd mein Untertan und dann nehme ich dich auch mit zum Theater mit. Okay. So ist recht und schon erzähle ich dir den ersten Befehl. Schau, ob da drüben, von da drüben niemand kommt. Ist die Luft rein? Ja. Sehr gut. Operation Leiterklau kann beginnen. Na, wenigstens nimmt er die Leiter auch alleine. Und wir laufen nur mit. Das ist doch wohl ein Witz. Oh, wer bist du denn? Ey, was soll das denn? Was? Da hinterher. Na, egal. Mach schneller, hier geht's lang. Hier in den Glockenturm rein. Hier klettern wir den Turm hoch. Kletter du schon mal vor. Ich will erst noch mal einmal kurz gucken, ob irgendwas hier hinten ist. Ne. Oh. Was guckst du so blöd? Ah. Entschuldige, Kupo. Der Kleine da ist ein Mogri und heißt Kupo. Kupo. Kupo ist meine rechte Hand. Seid nett zueinander. Guten Tag, Kupo. Zur Wiedergutmachung trage ich dich auch in mein Notizbuch ein. Wenn du also auf mein... Was? Wenn du also mal auf die Speicherblock speichern möchtest... Was ist das denn für Deutsch? Dann wende dich einfach an uns Mokris, Kupo. Ach ja, und wenn du ein Zelt dabei hast, dann kannst du dich schlafen legen und deine HP und MP regenerieren. Kupo. Alles klar? Natürlich alles klar. Also mach's, Kupo. Also, wir könnten dann mal langsam... Na los, wo bleibst du denn? Ah, bist du es, Kupo? Kupo, bist du es, Schildskin? Diese Aufmachung. Du wirst doch nicht schon wieder auf Reisen gehen, Kupo? Doch, und diesmal könnte es eine ziemlich lange Reise werden. Oh, ich vermisse dich jetzt schon, Kupo. Brauchst du nicht. Ich schreibe ja auch mal. Das ist nett, Kupo. Also halt den Bommel steif. Sag Moshu und den anderen im Schloss auch alles Liebe von mir. Guck mal, das ist der einzige Kupo, der, also Mokri, der nicht Kupo sagt am Ende, ne? War das ein Freund von dir? Genau, Kupo. Immer auf Reisen. Kupo.
Hey, meinst du, du kommst bald mal? Ich trage dich gleich ein, Kupo. Ich erkläre dir mal das Magnet, Kupo. Über das Magnet können wir Mokris uns Briefe schicken, Kupo. Das heißt, wir erhalten Briefe und lassen sie uns auch zustellen, Kupo. Aber in letzter Zeit kommt einfach kein Mokri vorbei, Kupo. Deswegen tu mir doch den Gefallen und übernimm du die Zustellung, Kupo. Würdest du die Zustellung übernehmen, Kupo? Na klar. Eine Bitte, Kupo. Übergib diesen Brief an Monty. Gerne. Danke, Kupo. Und wir speichern dann gleich auch mal. Ich habe nämlich noch nicht gespeichert. Ich speichere, Kupo. Wir wissen noch nicht mal, wie wir heißen. Nun aber schnell, sonst geht das Stück noch ohne uns los. Was treibst du denn da? Komm endlich! Hast du etwa Höhenangst? Ach, keine Angst. Stell dir einfach vor, das hier wäre gar nicht so hoch. Okay. Zum Verschlafen haben wir gar keine Zeit. Ich würde gerne nochmal zurückgehen, aber ich kann das nicht. Na egal. Schon wieder. Keine Angst, habe ich doch gesagt. Glaub mir, die Bretter halten. Haben also doch nicht so gehalten. Naja, aber solche Details darfst du nicht so eng sehen. Ja, ganz toll, danke. Ich muss hier so ein bisschen gucken. Ach, übrigens. Ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, wie du heißt. Ja. Das bleibt natürlich auch bei Vivi. Aha. Vivi eigentlich, also. Naja, auch ein Name. Ich heiße Puck. Freut mich. Wir können jetzt natürlich folgen, das werden wir aber nicht tun. Wir müssen aber so ein bisschen ihm folgen. Weil wenn wir ihm folgen, dann können wir die ganzen Sachen nicht mehr holen. Ich hoffe, ich komme nachher auch noch... Doch, ich müsste eigentlich nachher noch zum Dings kommen. Da haben wir zumindest unser Geld wieder raus, was er uns geklaut hat. So, hier müssen wir, glaube ich, einmal lang. Und dann, glaube ich, da ist er ja hergelaufen, wenn ich mich nicht alles... Ja, genau. Da laufen wir natürlich nicht her. Wir wollen noch mal einmal kurz zurück. Da war noch mal ein bisschen Geld gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon eher in den Glockenturm gehen hätte können, aber mal gucken. Oh, endlich da. Und hinter diesen Mauern hier erwartet uns bereits das Schloss. Los, auf geht's. Das ist dann wieder einfach.
Hochgeschätztes versammeltes Publikum. Die Geschichte, die wir heute Abend zu erzählen werden, ist eine Geschichte aus bereits längst vergangenen Tagen. Aus ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Cornelia, die Liebe zu ihrem Liebsten Markus verwehrt wird. Fasst sie den kühnen Entschluss, das Schloss für immer zu verlassen. Doch ihr Vater, König Lea, findet sie und bringt sie wieder zurück. Unsere Geschichte beginnt damit, wie Markus dies in Erfahrung bringt und sich Cornelias Vater zu allem entschlossen entgegenstellt. Doch bevor wir beginnen, erlaube ich mir noch einen Hinweis an alle Versammelten. Ob Ihre königliche Majestät Königin Brane oder Prinzessin Garnet in der Ehrenloge, ob die verehrten adeligen Herrschaften auf den Rängen oder unsere Zuschauer auf den Dächern, bitte halten Sie alle Ihre Taschentücher bereit. Dein Vater und deine Mutter haben sie ermordet. Und nun wird dir auch noch deine Liebste entrissen. Oh, vom Schicksal betrogene Markus. Woraus kannst du noch Kraft für dein weiteres Leben schöpfen? Gegen das Unrecht, für unsere Freund. Lass uns den Scharfrichter König Lea sein, den Schuldigen. So geschehe es, so sei es. Wir sind gekommen, um dir beizustehen, alter Freund. Mischt euch nicht ein. Was sprichst du da, Freund? Meine armen Brüder hat er umgebracht. Auch mich dürstet es nach Rache. Entfort mit euch, elendes Pack! Wer sich mir in den Weg stellt, der soll nicht auf Gnade hoffen. Erhebt euer Schwert gegen mich, so besiegelt ihr damit euer Schicksal. Der Zorn unseres Freundes wird dein Fegefeuer sein. Spüre den Schmerz unseres Freundes vertausendfacht. Oh Gott im Himmel, rede nicht schnell. Jetzt natürlich nur solche Theater-Kunst-Dinger, aber ich glaube, uns können sie richtig töten, oder? Stinktost! Eigentlich müssen wir das so hinkriegen. Glaube nicht, die Sache wäre damit beendet, Markus. Bleib stehen. Was zögerst du, Blank? Beruhige dich, Sidon. Und denke doch erstmal einmal nach. Wenn Prinz Schneider und Prinzessin Cornelia heiraten, dann bringt das endlich in beiden Ländern endlich Frieden. Absolut lächerlich. Du meinst wohl, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Frieden weiter? Ha! Ho! Hu! He! Ah! Hui! Pu! Gu! Kaki! Kukaka! Also gut, du willst es ja nicht anders. Ganz recht. Okay. Mhm. Was ist das? Ich denke, ich hoffe. B, wo ist B? Ah!
Gott im Himmel. Oh Gott. Wir ist das ein Annahmefall. So leicht kommst du mir nicht davon. Naja. Nein, ich werde es jetzt nicht nochmal einmal. Das kann ich irgendwann später machen. Naja. Fertig mit Umziehen sie dann? Schon, aber dieser Helm, der müffelt irgendwie. Ach du Armer, meiner müffelt sich nicht nur irgendwie, sondern der stinkt wie die Pest. Die Rüstung sitzt auch nicht recht. Und am Rücken kratzt mich irgendwas. In den Stiefeln steht der Schweiß. Die Handschuhe sind glitschig wie ein Aal. Und die Taschen voll mit Kekskrümeln. Okay, ich hab verstanden. Aber sag mal, hast du die Viecher dabei, Blank? Na Logo, auf mich ist Verlass. Sehr gut. Also dann gehe ich erstmal der Prinzessin ein bisschen Schlafpulver in den Tee schütten. Genau, ein kleines Zeichen unserer Aufmerksamkeit sozusagen. Die ratzen ja wie die Weltmeister. Und schon sind wir im Schloss Alexandria. Also laut unseren Informationen befindet sich oberhalb der Treppe die Theaterloge der Königsfamilie. Alles klar. Ah, jetzt kommt, glaube ich, gleich die Szene, in der Markus sich in Cornelias Landhaus schleicht. Wir müssen unbedingt fertig werden, bevor der Akt zu Ende ist. Ich will aber trotzdem noch mal einmal fix hier reingucken. Nicht, dass ich irgendwas hier vergesse. Nee. Gut. Komm her! Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, alles ruhig. Gut, weiter patrouillieren. Zu Befehl. Mist, da kommt wer? Also wir können doch nach oben. Irgendwelche Vorkommnisse? Nein. Gut, ich weiß jetzt nicht aus. So. Ziemlich ungewöhnliche Aufmachung. Verzeihung, würdet ihr mich bitte vorbeilassen? Habe ich etwas etwa im Mundwinkel? Nein, eigentlich. Eigentlich bist du es nämlich, auf dich schon mein Leben lang warte. Bitte? Ihr wartet schon euer ganzes Leben lang auf mich? Genau, seit du geboren wurdest, träume ich davon, dir eines Tages zu begegnen, weißt du? Ihr nehmt mich auf den Arm. Nicht doch, also wie könnte ich denn? Verzeiht, ich muss gehen. Hey, so wartet doch. Sag mal, haben wir uns nicht irgendwo schon mal getroffen? Nein. Ich... Nee, so ein hübsches Mädel kann ich nicht einfach so übersehen haben. Du bist doch nicht etwa... Sieh dann, was geht denn da oben ab? Also, Bitte verzeiht! Was läuft der eigentlich? Beeil dich, das war gerade Prinzessin Garnet. Im Ernst? Ja, das war sie. Wahrscheinlich. Vermutlich. Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Unvorstellbar, sag ich. Das wird Königin Brana aber gar nicht gefallen, sag ich. Schnell, sag ich. Schnell, sag ich. Furchtbar, sag ich. Furchtbar, sag ich. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich.
Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Erstmal so schnell wie zu Königin Brane. Nicht da lang, sag ich. Ich weiß, sag ich. Ist das auch echt wahr, frag ich. Das ist echt wahr, sag ich. Du lügst doch, sag ich. Ich lüg doch nicht, sag ich. Schnell zur Königin Brane, sagen wir. Eure Majestät, furchtbar, sag ich. Im Moment wünscht Eure Majestät nicht gestört zu werden. Kommt später wieder. Ist es ein dringendes Anliegen? So ist es, sag ich. Dringend, sehr dringend, wahnsinnig dringend, sag ich. Wenn dem so ist, so werde ich die Botschaft überbringen. Ich bitte darum. Oh, was bloßt sich diese Beatrix nicht mal wieder auf? Nun, worum geht es? Prinzessin Garnet ist... ganz furchtbar. Ich verstehe, wartet hier einen Augenblick. Ich versuche gerade das Stück zu genießen, also erbitte ich mir, nicht gestört zu werden. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinzessin Garnet ist... Ach ja, wo ist Garnet überhaupt? Es scheint, als hätte sie das königliche Amulett genommen und sich aus dem Schloss geschlichen. Wie bitte? Was denkt sich die Göre selbst dabei? Generäle Beatrix! Jawohl. Und auch ihr, Hauptmann! Hauptmann Steiner, zur Stelle. Schafft mir sofort Garnet wieder her. Sehr wohl, Eure Majestät, wie ihr befehlt. Zu Befehl. Blutetruppe. Kompanie angetreten. Nanu? Keiner da? Hauptmann Steiner. Kompanie zur Stelle. Was soll denn das, Herr Komiker? Wo ist der traurige Rest? Die anderen sechs, meine ich. Was soll diese lächerliche Darbietung? Befehl von König Brane. Zieht euch sofort etwas an und sucht Prinzessin Garnet. Ah. Da. Wahnsinn. Oder? Aber da an der Geschichte ist wohl was dran. Nicht zu fassen, aber du weißt immer als erster Bescheid, was David. Potztausend! Obwohl ich befohlen habe, die Prinzessin zu suchen, halten die Herren ja also ein Schwätzchen? Oh, Hauptmann, habt ihr das... Geht sofort in die Prinzessin suchen, aber zwar zackig. Ich werde hier schon mal einmal Schluss machen. Weil einige... Wir haben nicht mehr so unheimlich viel Zeit und ich weiß, dass ich erstmal die Möglichkeit habe zu speichern. Ich bedanke mich dafür, dass du zugeschaut hast und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dann. Tschüss.